Der Profi geht, die Konkurrenz kommt, Sanne und René und Marco und Dave. Was braucht für euch ein guter Campingplatz? Ja, in Holland ist alles, da muss ein Schwimmbad bei sein, Spielplatz. Und die Campinggäste wollen nicht weg von dem Campingplatz. Das gilt hoffentlich auch für Jeruns Platz. So, guten Tag. Hallo. Ich bin der Jerun. Willkommen am Campingplatz Het Winkel. Wir gehen hier nach der Rezeption und dann kriegen Sie etwas Information. So, wir sehen uns später. Super, danke. Bitte. Danke. So, das ist der erste Tag hier in Holland. Wir sind am Pole Position und das bleiben wir auch. Bewertet wird in dieser Woche nicht nur das Essen, sondern auch Service, Übernachten, Freizeitangebot und Sauberkeit. Wir sind jetzt hier an Rezeption. Mhm. Und hier in diesem Bereich gibt es eigentlich alle unsere Einrichtungen. Wie ein Brötchenservice, ein Imbiss ist dabei, Restaurant, schöne Bowlingbahnen. Und ihr möchtet hier auch übernachten wahrscheinlich. Ja. Wir haben sehr schöne Chalets, sind 6-Personen-Chalets. Und da sind welche, die für 4 Personen geeignet sind. Und wir haben nagelneue Glamping-Lodges. Mhm. Alle ausgestattet mit einer Küche, Badezimmer, alles dabei. Und nah an dem Spielplatz und Indoorhalle für Kinder. Streichelzoo ist auch dabei, damit man morgens so frühstücken wird mit Blick auf die Ziegen. Ah, schön. Müsst ihr euch die angucken? Gerne. Ja. Bei der Rezeption ein sehr nette Person, gute Rezeptionistin. Sie hat viel Information geteilt. Ich finde, das ist ja auch ganz wichtig. Ne? Du startest deinen Urlaub wo? An der Rezeption. Man marschiert ja nicht einfach darauf oder fährt irgendwo hin, sondern du bist an der Rezeption. Und wenn diese Person dich freudigst empfängt, dann hat der Platz schon mal gewonnen. Auch beim Thema Übernachten kann Het Winkel punkten, oder Männer? Oh, richtig groß. Sehr groß. Schön. Für 5 Personen? 5 Personen, glaube ich. Ganz neu, nagelneu. Ja. Noch keine Dekoration? Nein, das noch nicht, aber sehr cool. Alles in Küchen. Ja, in Duxchon. Schön. Das reicht doch schon zum Kochen. Alles da. Cool. Und wo werden hier die Augen ausgeruht? Schön. Werden? Ich lebe hier. Oh, so. Gute Nacht, schöne Pracht. Liegt gut. Ja, gute Matratze. Und dann hier Heizung, Ofen. Das ist cool. Ein Pelletofen. Abends. Ein Stück hier, lecker warm. Pelletofen. Aber ich sitze hier auf dem Stuhl, aber das ist sehr scharf. Scharf? Ja, scharf. Mit Schleifpapier. Hier. Ja, Schleifpapier. Ja, das ist auch scheiße, ne? Ja, eine Person kann das mit Sandpapier ja ein bisschen besser machen. Das ist gefährlich für Kinder. Ja. Ich sehe mir doch mit meiner Familie Ferien machen. Ja. 2 Wochen, ja. 350 Euro ist ein guter Preis für ins Wochenende. Ja, ja, es ist schön, es ist auch einfach noch immer. So ein Zeltcharakter hat es nicht mehr ganz, aber es ist auch nicht komplett weg. Also ich finde es eine gute Mischung. Bei Sanne und René gibt es unterdessen ein bisschen mehr Glamping. Oh, sehr groß. Wow, das schön. Ist schön groß. Sitzplatz. Ich glaube, die haben neue Möbel reingemacht, so schaut's aus. Ja. Eigentlich auch ein kleines Couch für so viel Raum. Weiß ich, wie viele Personen war dieser Chalet auch wieder? 6 Personen vielleicht, ein bisschen klein, aber... Wie sitzt der Couch? Oh ja, das geht. Oh, das geht gut. Oh, das geht gut. Für so ein 6-Personen-Chalet, dann würde ich schon erwarten, dass man mit mehreren Personen auf einem Couch sitzen kann. Und ja, ich würde mich nicht drauf hinlegen, würde ich sagen. Dafür sind ja auch die großzügigen Schlafzimmer da, Sanne. Ich glaube, es war ein bisschen älter, diese Chalets. Sieht man auch an der Wand zum Beispiel. So ein bisschen offen. Ja. Ja, das kann passieren. Ich würde wohl den Hinweis geben, darauf zu achten, auf jeden Fall in Bezug auf Feuchtigkeit und so weiter. Aber dass es vielleicht jetzt noch nicht gelöst werden ist, ja, das kann ich auch verstehen. Ja, da spielt sie eben diese Vorsaison an. Ne? Da geht man ja dann noch mal durch und dann wird alles noch mal vor der Saison noch mal alles hergerichtet. Nächster Diskussionspunkt, das Freizeitangebot. Das nehmen Dave und Marco unter die Lupe. Oh,
Oh, riecht ein bisschen fremd hier. Ja, ja, das stimmt. Aber Solarium. So. Aha, wenn die Sonne nicht scheint. Ja, aber den gehst du doch brauchen auch. Ja, ja, ja. Früher in den 80er, 90er ein Muss. Ne? Heute muss man ein bisschen lachen oder grinsen zumindest. Was haben wir hier denn? Was steht auf die Tür? Sauna. Sauna? Ja, was draufsteht, ist auch drin. Zieh dich mal die Kleie raus. Oh, die ist doch schön. Passt, nicht riesig, aber auch nicht mini klein. Alles in Ordnung. In die Rubrik Mini fällt eher die Kaltwasserwanne. Mit Wasser? Ja, nein, nicht anschalten. Ich setz mich. Na, guck mal. Oh, so. Ja, finde ich herrlich. Na, ich nicht. Mach eine Sauna und dann in eiskaltes Bad. Herrlich, ja. Ja, wenn du dann so entspannt so lange drin sitzt in dem eiskalten Wasser, dann gebe ich einen aus. Ne? Auch Sanne und René sind in Sachen Freizeitangebot unterwegs. Sehr schön. Ja. Viel Platz zum Spielen hier. Ja, sicher. Basketball und auch Tennis. Pannekoi und Volleyball. Für Jung und Alt. Ja. Das ist schon gut. Und auch für in die Abend, want er ist Licht da. Ah ja. Die Boden, ja, die ist al Jahren alt, aber der Rest ist neu. Ich glaube, die Zaun haben die neu gemacht, aber die Boden liegt schon ein paar Jahre hier. Ja. Naja, Leute, man kann ja nicht immer alles Gleiche sanieren, weil es vielleicht nicht mehr die Sättigung eures Farbgefühls hat. Dass da ein bisschen Sand drauf ist, dann Vorsaison, dann wird das alles hergerichtet, abgefegt, gereinigt. Dann hast du drumherum die Natur, die blüht und schon hast du ein ganz anderes Bild. Und wie sieht's beim Thema Sauberkeit aus? Marco und Dave schauen ganz genau hin. Hier sind die Duschkabinen. Das ist für alle. Nicht für die Damen und Herren? Damen und Herren zusammen. Zusammen? Denke ich. Ja, okay. Ja, habe nichts gesehen, Damen und oder Herren. Wenn Gäste campen gehen, dann ist es sehr wichtig, dass Sanitärgebäude auch sauber sind. Und das ist hier auch. Ja. Sauberkeit habe ich nichts drüber zu sagen. Alles ist sauber, die Betten sind gedeckt worden. Das haben die richtig gut gemacht. Schön. Ja, und das ist ja auch bitte wirklich wichtig. Das Wichtigste eigentlich, ne? Das Highlight haben Dave und Marco entdeckt, die Bowlingbahn. Ui. Eine schöne Bowling hier. Sehr schön. Sehr schön. Ganz neu, glaube ich auch. Aber das ist auch toll auf dem Campingplatz. Das ist für Jung und Alt. Ja. Ja. Hallo. Hi. Hallo. Hey. Am Bowling spielen. Hallo. Alles gut? Ja. Geht gut. Gibt es hier eine Disco-Bowlingbahn? Die Bowlingbahn ist modern. Ich denke, noch keine 2 Jahre, vielleicht 3 Jahre alt. Vielleicht neu. Das ist ein bisschen mit Lichten, die Disco-Lichten. Dus ja, macht Spaß da. Ja. Ja, ich fand es auch sehr schön, dort reinzukommen. Auf jeden Fall, weil man sowas Modernes nicht erwartet, wenn man anreist bei der Rezeption. Und das finde ich sehr schön. Dieses Ferienpark wächst immer noch und modernisiert. Und das sieht man. Und ja, das ist eine Überraschung, wenn man da reinkommt. Dass man im Ursprung schon sicherlich seine Jahre hat, das ist ja auch normal. Das muss ja auch so sein. Aber sie geben Vollgas, finde ich. Toller Campingplatz. Nach der ersten Platzbegehung bekommt Gastgeber Jeroen eine erste Punktetendenz von den Mitstreitern. So, und wie sieht das aus? Ja, wir haben uns jetzt angeschaut und meine Tendenz ist eine 7. Danke. Ja, die von mich ist auch eine 7. Ja. Ich würde sagen, meine Tendenz ist bis jetzt ein 7,5. Gut. Und ich gebe auch ein 7,5. Danke. Ja, natürlich hoffen wir einmal 8, 9 oder 10 Punkten. Aber ein 7,5 ist keine 5. So, das ist, ja, wir sind früh. Finde ich völlig in Ordnung und ich würde mich da auch noch ein bisschen bedeckt halten. Also sie machen das taktisch schon richtig. Dann dürft ihr es euch jetzt gemütlich machen, liebe Campingprofis. Das Ambiente gefällt schon mal. Schön, Restaurant. Ja. Modern. Schon eine Überraschung. Von was wir gesehen haben was am Park. Was wir draußen gesehen haben. Ja, genau. Und dann hier ganz modern. Ja, finde ich auch. Schön. Hier im Restaurant war auch alles erneut. Wahrscheinlich auch seit letzten Jahre oder 2 Jahre. Sieht sehr schön aus. Nur schöne Farbe, Stühle, Tische, alles neu. Das sieht sich sehr modern an.
Und durchsichtig. Ja. Durchsichtig. So, hey, Jeroen. Ja. Willkommen in unser Restaurant Rösling. Danke. So, es hat einen schönen Platz ausgesucht. Ja. Ja. Er ist mein Kollege, Finn. Er hat die Menükarte mitgebracht. Und er ist die ganze Abend hier für Sie. Super. Ja? Ja. Viel Spaß heute Abend. Danke. Bitte. Hi, Finn. Hallo. Der erste Blick in die Karte zeigt, hier ist wohl für jeden etwas dabei. Schöne Karte. Ja, eigentlich. Vorspeise, Burger. Viele Burger auch. Nicht so groß, die Karte. Ich denke, hier in der Küche führen die europäische Küche. Und ich denke, das ist auch die beste Lösung für die Gäste, die hier am Park sind. Es gibt holländische Gäste, es gibt deutsche Gäste aus noch mehreren Nachbarländern. Und das ist schon gut, dies als Basis zu haben. Ja, gut eingeordnet von Sanne. Ne? Also du hast ja wirklich auch eine viel größere Aufgabe auf einem Campingplatz, auf viel mehr Menschen und vielleicht sogar ja, viel mehr Nationen einzugehen. Und deswegen musst du ein bisschen breiter aufgestellt sein von dem, was du anbietest. Und ja, von daher gut. Dann einmal die Bestellungen bitte, liebe Campingfreunde. Als erster darf Dave einen Blick in die Küche werfen. Ja, unser Chef. Hallo. Hi. Hey, Tom. So. Hi. Willkommen. Was machst du heute? Wir machen eine Aubergine-Gerechte. Viel Spaß heute. Danke. Ich gehe. Tschüss. Ciao. Und das ist nur Vegetarien. Okay. So, das ist Aubergine, wir haben Tomate, Onion, Zwiebeln und Olives und Cappuccino. Okay, und ein bisschen Laurier dabei. Und dann so kein Fleisch? Kein Fleisch, nein. Veracruz-Gericht, vegetarische Gerichte, nach meiner Meinung, ich hätte doch gerne ein Stück Fleisch dabei. Aber ich finde das super, dass wir das sehen, weil gerade, wenn man jetzt so glaubt, dass man auf dem Campingplatz das verstrafen kann, diese Zeit, vegetarisch, vegan musst du einfach mit auf der Pfanne, in der Pfanne haben. Warum liegt jetzt hier auf dem Salz? Ja, das ist, Aubergine ist sehr viel Wasser rein, so wie das Salz. Trocknen das Wasser draus. Unter dem Wasserkran machen wir das Salz weg und dann ein bisschen drauf machen mit Papier. Beim Kleinschnibbeln fällt dem Gast besonders die Konsistenz der Tomate ins Auge. Was hast du mit den Tomaten gemacht? Ja, das ist nur eine Tomate so. Mhm. Und dann geht er vor einer Minute in dem Wasser. Und dann geht dann heißes Wasser dann. Ja, heißes Wasser, kochendes Wasser. Und dann geht dann den Schill drauf. Und dann ist das anderweit, das ist nicht so schmecklich in das Gerechte. Ah, okay. Der Schill. Ja, so, das ist noch eine, ja, vielleicht ein bisschen. Ein bisschen weicher dann. Ja, ein bisschen mehr Püree. Aber tatsächlich eine kleine Bite ist da rein. Mehr für Geschmack. Ja, stimmt. Ja. Klar, Geschmack. Ne? Also, warum sonst? Für die Optik? Zum Braten setzt Chefkoch Tom auf ein gutes Olivenöl. Und das mit gutem Grund. Was hast du erst hier rein? Das ist Olivenöl. Okay. Und dann hast du ein bisschen eine heißere Verwandlungstemperatur. Okay, ja. So, dann, das ist, wenn Temperatur ist höher. Ja, höher. Mit Öl. Ja, wenn ich Butter brauche, dann ist das brauner und verbrannter. Mhm. Ja. Dadurch brauchen wir das. Hallo. Hat er da irgendwie aufgepasst, was Rauchpunkt angeht? Das war ja bei mir ein Thema wegen der Butter, ne? Also cool, bravo. Stimmt schon, was er sagt. In die Pfanne kommen Zwiebeln, Kapern und Oliven. Eine Zutat irritiert den Gastkoch. Warum fügst du Kapern zu? Was ist für das Geschmack oder die Farbe? Der Geschmack ist ein bisschen Salz. Mhm. So, weiter geht da kein Salz dabei. Okay, wir sind ein bisschen salzig. Ja. Das ist natürlich relativ mutig, dass du Kapern dazu hinfügst. Ja, das stimmt. Das ist nicht normal in Holland, aber das ist nur unser mexikanischer Koch. Der bringt das von da nach hier und der guckt mehr mit Kapern, Oliven. Ja, am meisten bei Carpaccio und der Fisch. Da hat sich dann quasi der Mexikaner da irgendwie verewigt. Die Tomate dabei. Mhm. Kommt dann noch etwas vom Krautern dazu? Oder? Nein, nur Laurier und ein bisschen Pfeffer. Pfeffer, okay. Ja, das habe ich hier. So, ich kann dabei. So, das ist eigentlich die Soße. Das ist eigentlich die Soße dazu.
und dann haben Sie nur die Aubergine. Und da können Sie ein bisschen Pfeffer drauf. Dann geht der Aubergine rein. Und was gibt es als Beilage? Als Beilage haben wir einen Salat dabei. Mhm. Und wir servieren Crisper, das ist Pommes okay. dabei. Und jetzt geht noch die Paprika dazu? Ja, die Paprika geht dazu. Mhm. So. Und dann bist du fertig, so, doch? Ich fertig. So, wenn das jetzt alles ein bisschen feiner geschnitten wäre, so ein bisschen würfeliger, kleiner etc., frische Basilikum, dann nennt man das doch in Italien so eine Caponata, ne? So halbwegs. Et voilà, der erste Gang in dieser Woche beim Camping-Spezial in den Niederlanden. Guten Appetit. Ja, guten Appetit. Danke. Dave läutet sein Menü mit der Rindfleischsoukade mit hausgemachter Weinsoße ein. Der Profi sieht den Unterschied. Mehr Soße, fällt mir gerade auf. Geil. Schmeckt's denn, Dave? Das Fleisch fällt auseinander, wenn ich es anrühre. Und diese sind zwei Geschmäcke. An die rechte Seite ist ein bisschen flacher, aber schmeckt auch gut. Und dann haben hier an dieser Seite Cashewnüsse dazu. Geschmack ist sehr stark und gut. Okay. Ja, ich liebe das. Sehr gut. Die ist besser als die andere? Ja, sicher. Wahrscheinlich war das gleiche Fleisch, anders gegart. Das ist doch auch clever, ne? Du hast einfach ein Gericht, hast einmal in diesen Topf quasi dein Schmorgericht und dann nochmal separat mit der Süßkartoffel zwei schöne Stücke Fleisch mit richtig schön Soße drüber. Das ist doch toll. Was mir gefällt an Gericht ist eigentlich ja alles, nur hier an dieser Seite dann ein bisschen mehr Salz dazu. Am Ende des Tages 19 Euro für dieses Gericht. Soll ich es noch mal bestellen, ja. Das gilt hoffentlich auch für Renés Wahl. Er hat sich für die Veracruz-Aubergine mit Tomatensauce, Paprika, Oliven und Kapern entschieden. Ach, das kann auch jeder zu Hause nachmachen. Ne? Da gehe ich nicht so unbedingt ins Restaurant, muss ich sagen. Was sagt René? Sehr lecker. Gut Geschmack dran. Mit Paprika, Oliven, Kapern. Het enige wat ik veranderen zou, als ik in de keuken was, was dat die tomatensauce het was langer in die pannen geweest waren, dat de sauren van die tomaten weggeeft. Dan is die saus wat, wat zachter. Er könnte aber auch die Kapern meinen, ne? Das könnte jetzt ein bisschen, weiß nicht, also weil die Tomate war jetzt schon enthäutet, das reine Fleisch, vielleicht auch vom Abschmecken her nicht ideal getroffen. Wenn du eine eingelegte Kaper hast, hast du ein bisschen diese Säure. Und ich glaube, daher kommt das gar nicht von der Tomate. Das Gericht ist 15,75 Euro. Und ja, ich soll das wieder bestellen, dass es sehr lecker ist und genug. Wir haben auch noch die Kartoffeln dazu und Salat. Und das Aubergine mit die Oliven, ja, das macht es komplett. Aber wenn das minder sauer waren, war das ein super Gericht gewesen. Mir ist ein bisschen zu einfach, es ist ganz, ganz simpel. Es ist pfanngeschwenktes Gemüse und Auberginescheiben gebraten. Sannes Kritik holt sich Jeroen persönlich ab, nämlich zum Lachs mit Orangensauce. Von der Optik ist die einzige Dame der Runde begeistert. Von Farbe her, wenn das hier, wenn die Teller hier am Tisch kam, das sah super aus von Farbe her mit die weißen Teller, das ist super. Mhm. Der Lachs ist gut, ich glaube, der war frisch. Im mittleren Teil war der wirklich schön und glasig. Ich glaube aber, dass vielleicht ein bisschen zu lang gegärt ist, weil die Außenseite von der Lachs war ein bisschen trockener als der mittlere Teil. Ich habe einen Hauch von gestocktem Eiweiß an der Oberseite des Fisches gesehen. Ist der Lachs mit Orangensauce ein klassisches Gericht von hier aus der Nähe? Ja, in dieser Region. Wir haben einen mexikanischen Chef und der macht das. Ein bisschen mexikanisches Spezialist halt dazu. Ja, okay. Stimmt. Deswegen. Mexiko ist nicht Lachs-Orange oder. Nee. Für mich aber persönlich war die Sauce ein bisschen zu süß. Also die Sauerkeit könnte ich schon glauben, auf jeden Fall mit etwas Gemüse dazu. Die habe ich ein bisschen vermisst. Und die Süßigkeit von dem Orangensaft, das war zu extrem für mich, für bei der Lachs. Wir servieren das mit dem Salat. So, dann ist da kein gemixtes Gemüse dabei. Ah, okay, den Salat gehört, der war zum Teil für uns
Ja, für die drei Hauptspeise. Ja. Für die drei Hauptspeise, okay. Ja. Es gab wohl auf dem Tisch gab es Pommes und auch einen Salat. Ich wusste aber nicht sogar, dass wir das zu dritt teilen mussten und dass die Salat auch wirklich zu der Lachs gehörte. Ah, das hättet ihr dann sagen müssen, Leute, ne? Also, und ja. Und die Süßigkeit von der Soße, ja, das ist ein bisschen auch das Mexikaner, das ist den mexikanischen Einfluss. Ja, ja, das ist ja, okay. Das. Ja, stimmt. Mit dem mexikanischen Chef, dann glaube ich ja. Das auch. Ja. Okay, danke. Danke. Ein Feedback steht noch aus, nämlich das von Marco. Er hat viel Hunger und hat den XXL-Burger mit Salat, Zwiebeln, Cheddar, Gurke, Speck und Ei bestellt. Meine Burger ist sehr gut. Gebacken, schmeckt gut, allein nur das Brötchen. Das ist nicht getoast oder geröstet. Stimmt. Ja, und das vor die Unterseite, das nimmt all die Sport ab. Ja, ja. Wenn das in den Ofen geht, finde ich das besser. Ja, das nehmen wir mit. Und das ist eine gute. Feder, die Schmeck ist gut, allein ich vermisse nur ein klein bisschen Power. Okay. Ja, ein Soße hausgemacht mit so ein bisschen Mayo dabei und Tabasco oder ja, dass das die Soße mehr Power bekommt. Also Dipsoße, da hätte, oder eine Burgersoße, nennen wir das mal so, da gebe ich dir recht. Das Brötchen, das muss auf jeden Fall getoastet sein, braucht Röstaromen, da kann man schön mit der Butter nochmal drüber geben. Dann würde ich sagen, ist der Burger schon in Ordnung. Weiter geht's mit dem Dessert. Dave hat einen spanischen Klassiker geordert, nämlich die Crema Catalana mit Zimt und Zitrone. Crema Catalana ist immer sehr süß natürlich. Ich mag auch gern süße Nachtische. Und die Obenseite war sehr knackig von der Zucker, gut gebrannt. Da unten Vanillegeschmack mit Sahne und alles zusammen, es war sehr cremig. Also wenn der Brenner da drüber geht, denke ich mir gerade, der Zucker ist aber jetzt auch dann schon bitter, ne? Uiuiui, wahrscheinlich so, ne? Dave fährt durch da, er sagt alles super, alles süß. Weil es ein Gericht ist, was mit der Hand bearbeitet wird, ist 6,50 Euro ein guter Preis. Für Marco gibt's ein Dessert im Glas. Er hat die zweifache Mousse au Chocolat mit weißer und brauner Mousse gewählt. Das finde ich auch witzig jetzt. Es passt auch in dieses System dort im Glas. Marco hadert mit der Menge. Es ist eine große Portion. Ein bisschen zu viel für mich, aber es schmeckt sehr gut. Nicht zu süß. Nee, die Schokolade, die die brauchen, die ist gut. Ist nicht sehr bitter. Das, was da innen war, die Sahne, war gut, war lecker. Sah sich schön aus. Die Deko ist hübsch, aber. Ja, das sind Beeren, ja, die sind sauer. Ja, für die Dekoration ist das schön, aber das Gericht braucht das nicht. Für die Augen ist das schön. Ich glaube darum, dass die Chef die Beeren da hat hingestellt. Sanne steht der Sinn nach kühler Erfrischung. Sie hat sich für den Eisbecher Reuseling mit Vanilleeis, Sahne und Karamell entschieden. Das Vanilleeis, das ist wirklich gut. Das ist richtig gut. Und die Karamellsoße auch. Ich glaube, die haben das nicht selber gemacht, aber ja, im Hauptsaison mit Produktionsgründe und so weiter würde ich auch sagen, das nicht jeden Tag selber zu machen. Schmeckt aber wirklich gut. Und es stand nicht auf die Karte, dass ein Bastogne-Kuchen dazu sein würde. Ist aber wohl dazu und das freut mich wirklich. Ich mag Bastogne-Kuchen. Das ist ein holländischer Kuchen eigentlich. Und ich kenne keiner in Holland, die Bastogne-Kuchen nicht liebt. So ein Keks, der hat so Spekulatius-Geschmack und hat so einen ganz eigenen Biss und ist so ein bisschen so mürbe, wenn du reinbeißt und der bröselt schön so. Ja, ist wirklich so ein Klassiker. Das Eis ist aber wohl cremig und bleibt fest. Es bleibt kalt. Es ist auch mit das Servieren in so einem Glas zu tun wahrscheinlich. Mhm. Aber das freut mich wohl, dass es nicht eine nasse Süßigkeit wird. Für mich ein bisschen zu viel Sahne, weil man verliert einfach das Vanilleeis auf einen Moment. Ist das eine Sprühsahne? So eine richtige Originalsprühsahne aus so einer Dose, ne? Habe ich gerade gesehen. Ja, ja. René hat eher Lust auf Obst, deswegen ist seine Wahl auf den Fruchtcocktail mit Orangensaft gefallen. Und? Gute Entscheidung? Sind alle frische Früchte darin? Er ist meloen in, ananas erin, erdbeeren, blauwe trauben, blauwe bessen. Door alle vruchten daarin is die saft ook zuur geworden.
Und in die Kombination mit den Früchten ist das ja, lecker. Dave fasst die Preise zusammen. All die Nachtische hier, die sind alle 6,75. Dann Nachtisch ist auch 6,75. Reicht das? Ist der Urlaub soll es ein bisschen billiger sein? Na, nicht billiger. Ich denke, die anderen Nachtische etwas teuer sind morgen. Hä? Okay. Ich glaube, das ist in Ordnung, alles, was wir da so sehen. Bleibt noch das Überbringen der Rechnung. Hallo. Guten Abend, Gerd. Ja, sicher. Ja? Ja. Ich habe hier die Rechnung für Sie. Danke. Was steht unterm Strich? Das Total ist 137,30 Euro und ungefähr 105 Euro für das Essen und 32,30 Euro für das Trinken. Alles zusammen ist das? Alles zusammen für vier Personen. Ja. Das ist ein netter Preis. Netter Preis. Ja, sicher. Ja. In meiner Meinung noch ein bisschen billig. Ja, ja, eigentlich schon. Ja. Ja, ich würde schon einen guten Tipp geben auch. Ja, die Preise ein bisschen erhöhen. Ich finde den Preis auch wirklich gut. Er ist auch günstig, muss man sagen. Ja, könnte man vielleicht mal drüber nachdenken. Starten wir in die Bewertung. Erster Punkt, der Service. Ich gebe für Service 7 Punkte. Ein 8. Für den Kategorie Service gebe ich ein 8. 8 Punkte. Ja, schau, da sind wir aber alle derselben Meinung. Dann ist da auch was dran. Das sind Experten, nicht ich. Und wie viele Punkte gibt's für die Rubrik Übernachten? Für die Übernachtung gebe ich auch 7 Punkte. Gebe ich euch ein 7. Für die Übernachtung gebe ich ein 7. 7 Punkte. Als nächstes steht die Sauberkeit zur Diskussion. Für die Sauberkeit gebe ich ein 8. 8 Punkte. Für die Kategorie Sauberkeit gebe ich eine 8. 8. Okay, 8. Das war doch alles top sauber. Und wie sieht's punktetechnisch beim Freizeitangebot aus? Für die Freizeitangebote gebe ich euch ein 7. Ein 8. 8 Punkte. Für die Kategorie Freizeitmöglichkeiten gebe ich ein 8. Last but not least, die Gastronomie. Ja, Gastronomie, jetzt bin ich gespannt. Für die Kategorie Gastronomie gebe ich ein 8. Für die Gastronomie gebe ich euch ein 8. Gebe ich auch ein 8. 7 Punkte. Aber 7 und 8 ist bitte bei unserer Bewertung ja wohl spitze. Ne? Also toll, schöner erster Einstieg. Macht Lust auf mehr. Damit hat Jeroen mit 32 Zählern einen guten Start hingelegt. Die Punkte vom Profi kommen wie immer am Ende der Woche obendrauf. Und morgen geht's zu Dave ins Bistro de Bronn. Sein Campingplatz kann einiges. Wir haben ein Schwimmbad, wir haben draußen schwimmen, wir haben einen Indoor-Spielplatz und wirklich schöne Ferienhäuser. Und auch Spaß für die ganz Kleinen. Ja. Essenstechnisch ist noch Luft nach oben. Meine Fisch war nicht gut. Nicht gut? Nee. Oha, das klingt nicht gut. Es geht um Frische und frisch gemacht. Kann Dave das Ruder noch rumreißen?